Jetzt weiter hier in den Einzelplanberatungen mit Volker Münz für die AfD-Fraktion. Die wirtschaftliche Entwicklung wurde und wird erheblich durch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank mit Null- und Negativzinsen induziert. Das Wachstum wird durch die Notenpresse finanziert, zum Schaden der deutschen Sparer. Nach Berechnungen der DZ-Bank hat der deutsche Sparer seit 2010 bereits rund 440 Milliarden Euro verloren. Alle diejenigen, die angesichts der geringen gesetzlichen Rente auf eine private Sparvorsorge und Lebensversicherungen gesetzt haben, werden ein böses Erwachen haben, meine Damen und Herren. Jetzt zu einzelnen Positionen im Haushalt. Die Mittel für die Förderung der Luft- und Raumfahrt werden um mehr als 110 Millionen auf 1,7 Milliarden Euro erhöht. Der größte Teil fließt an die Europäische Weltraumorganisation ESA zur Finanzierung des Weltraumprogramms Ariane 6. Hier muss unbedingt wieder darauf gedrungen werden, dass die Wertschöpfung entsprechend dem Finanzierungsanteil Deutschlands in unserem Land stattfindet. Es kann nicht sein, dass Deutschland mit seinen Beiträgen die Industriepolitik Frankreichs oder anderer Länder finanziert. Die ideologisch motivierte Energiewende entfernt unser Land paradoxerweise von den selbstgesteckten Klimazielen mit seiner Renaissance der Braunkohle zur Sicherstellung der Grundlast. Die Strompreise kennen nur einen Weg, steil nach oben. Mit dieser Energiewende gefährden wir den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das Energieeinspeisegesetz ist Planwirtschaft pur. Es gehört abgeschafft, meine Damen und Herren. Auch das CO2-Gebäudesanierungsprogramm gehört zu diesem Irrweg, angetrieben von einer Klimaideologie, die sich zu einem neuen Glaubensbekenntnis entwickelt hat. Insgesamt sollen die Mittel aus dem Haushalt und aus dem Energie- und Klimafonds 1,7 Milliarden Euro betragen. Der Grenznutzen der Gebäudesanierung geht längst gegen Null. Das Verpacken von Altbauten in Styroporplatten ist ökonomisch, ökologisch und bautechnisch höchst zweifelhaft. Die überzogenen Bauvorschriften verteuern das Bauen und Modernisieren. Und dann wundern sich einige, dass sich viele kein Wohneigentum mehr leisten können und dass die Mieten steigen. Die AfD wird das nicht mitmachen. Wir fordern die Streichung und ein Ende des CO2-Gebäudesanierungsprogramms. Der Irrweg einer ideologisch geleiteten Politik wird auch bei der Elektromobilität beschritten. Für den Kauf elektrisch betriebener Fahrzeuge steht eine Fördersumme von 600 Millionen Euro bereit. Die Batterien sind jedoch noch nicht ausgereift und ein hinreichender Ausbau der Ladeinfrastruktur ist nicht absehbar. Subventionen für Elektrofahrzeuge lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Der Dieselantrieb und der Verbrennungsmotor insgesamt werden mit willkürlichen Grenzwerten schlecht geredet und mit Fahrverboten bedroht. Hier wird die Axt an unsere Automobilindustrie und damit an einen wesentlichen Teil unserer Volkswirtschaft gelegt. Das ist unverantwortlich, meine Damen und Herren. Eine nachhaltige Wirtschaftspolitik muss auf realistischen Annahmen aufsetzen und muss wieder antizyklisch ausgerichtet werden. Die soziale Marktwirtschaft muss gestärkt werden. Planwirtschaftliche Elemente wie die Energiepolitik lehnen wir ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Volker Münz war das für die AfD-Fraktion. Und während seiner Rede gab es einen Wechsel im Bundestagspräsidium. Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin, leitet jetzt hier die Aussprache für die nächsten zwei Stunden und hat jetzt aufgerufen, den Abgeordneten Bernd Westphal für die SPD, den wirtschaftspolitischen Sprecher. Zum Bundeshaushalt sind immer auch eine Sternstunde des Parlaments, der am Dienstag vom Bundesfinanzminister Olaf Scholz eingebrachte Haushalt für das laufende Jahr ist ein Beleg guter Wirtschaftspolitik. Er drückt vor allem die enorme Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft aus. Und das haben zunächst einmal motivierte und engagierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erarbeitet,
aber natürlich auch kreative und mutige Unternehmer im Dienstleistungsbereich, in Handel, im Mittelstand, Handwerk, aber auch durch eine wettbewerbsfähige Industrie. Und erst diese Erfolgsbilanz legt die finanzielle Grundlage und ermöglicht den politischen Gestaltungsspielraum. Damit diese erfolgreiche Entwicklung so bleibt, müssen wir investieren. 37 Milliarden Euro, das sind 3 Milliarden mehr als 2017. Das ist die Absicherung für die Zukunft. Und das ist nicht, wie gestern und die Tage von einigen Rednern hier behauptet, gegen die nächsten Generationen oder auf Kosten der nächsten Generationen, sondern ganz im Gegenteil. Wir schaffen mit diesen Investitionen erst die Basis und stärken den Wirtschaftsstandort, damit Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden können. Innovation, Digitalisierung, Energiewende, Einhaltung der Klimaziele und Globalisierung sind nur einige Themen, die mit kluger Politik gestaltet werden müssen. Die Menschen erwarten zu Recht Antworten auf zukünftige Veränderungen. Und der Koalitionsvertrag ist eine gute Grundlage, unser Land erfolgreich zu entwickeln. Und der vorliegende Bundeshaushalt untermauert den politischen Willen, das Vereinbarte auch umzusetzen. Und Herr Bundesminister Altmaier, wir müssen auch darauf achten, gemeinsam, dass wir das eins zu eins umsetzen, wie wir es aufgeschrieben haben im Koalitionsvertrag. Da ist zum Beispiel die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Demnächst wird sie ihre Arbeit aufnehmen und in einem breiten Diskurs mit gesellschaftlichen Akteuren wird darin eine wichtige Etappe der Energiewende beraten. Es müssen Perspektiven für die Menschen und die Regionen für die Zeit nach der Kohlenutzung entwickelt werden. Wir müssen verlässliche Lösungen schaffen, um den Betroffenen ihre nachvollziehbaren Sorgen und Unsicherheiten zu nehmen. Und wir brauchen Zuversicht für die Reviere. Wir lassen die Kumpels und Kumpelinnen nicht alleine. Aber auch Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie müssen auf die Tagesordnung. Wichtige Faktoren sind das für wirtschaftliche Prosperität und für Fortschritt. Auch bei neuen Technologien oder Industrie- und Produktionsinnovationen sind die gesellschaftspolitisch relevanten Aspekte der Digitalisierung von Bedeutung. Digitalisierungsprozesse wirken sich gleichzeitig auf mehrere Felder aus. Um das Potenzial des digitalen Wandels nutzen zu können, muss die Wirtschaftspolitik für inklusives Wachstum sorgen. Sie darf sich nicht einseitig auf technologische Entwicklungen fokussieren. Nur wenn wir die Auswirkungen der Digitalisierung, auch die Arbeitswelt und auch den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft berücksichtigen, kann das Innovationspotenzial sich entfalten. Eine nachhaltige Wirtschaftspolitik muss vielmehr auch organisatorische, gesellschaftliche und soziale Innovationen fördern. Nur so stellen wir sicher, dass alle von der digitalen Rendite profitieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Laufe der Debatte dieser Woche ist oft auch das Thema Europa angesprochen worden. Und ich will das auch kurz thematisieren, weil unsere wirtschaftliche Entwicklung, ein Zusammenarbeit in Europa, ein weltoffenes Europa von großer Bedeutung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung sind. Europa ist ein zentraler Innovationsstandort mit 28 Mitgliedstaaten, 500 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, gehört die EU zum größten Binnenmarkt weltweit. Doch Europa ist mehr als ein großer Wirtschaftsraum. Ausgehend von einer Gründungsidee ist die Europäische Union ein Konzept für Frieden und Freiheit, für Teilhabe und Demokratie. Und Europa ist der beste Schutz für unsere Werte, aber eben auch für wirtschaftlichen und technischen, aber auch für sozialen Fortschritt. Wenn der ökonomische Erfolg Europas war stets eingebettet in funktionierende Wohlfahrtssysteme, die sowohl gesellschaftliche Teilhabe, soziale Absicherung und Aufstieg durch Bildung als auch die Basis für kreative Entfaltung und wirtschaftliche Freiheit bieten. Diese Orientierung muss auch für die zukünftige Gestaltung eines freien und fairen Handels im Mittelpunkt stehen. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass die EU mit dem in Kürze zu erteilenden Mandat für die Verhandlungen der Freihandelsabkommen für Neuseeland und Australien auch zügig vorankommt. Das ist auch unsere Antwort auf die völlig abwegige Politik des amerikanischen Präsidenten, die Strategie der Abschottung. Das Erheben von Zöllen, das Kündigen von internationalen Abkommen wird der USA massiv schaden. Da helfen auch keine Belehrungen durch den neuen amerikanischen Botschafter hier in Berlin.
Wir haben. Denken Sie in Ihre Redezeit, bitte. Jawohl, Frau Präsidentin. Wir haben in Europa eine bessere Antwort auf den globaler werdenden Handel. Also als Fazit: Der Haushalt 2080 setzt die richtigen Akzente für Fortschritt, für Innovation, für die Modernisierung des Wirtschaftsstandortes und für Chancengleichheit. Herzlichen Dank, Herr Dorf. Vielen Dank, Herr Kollege Westphal. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Carsten Klein. Und Carsten Klein ist für die FDP Mitglied im Haushaltsausschuss und Berichterstatter für diesen Einzelplan Wirtschaft und Energie. Die Berichterstatter, die haben ja auf jeden einzelnen Posten entsprechend ein Auge, wenn dann das Ganze in die parlamentarischen Beratungen geht. Die Situation in Deutschland besser, während die soziale Marktwirtschaft Wohlstand für alle gebracht hat, fallen die Feierlichkeiten für 70 Jahre soziale Marktwirtschaft geradezu spärlich aus. Im Gegenzug wird in Deutschland mit viel Pathos dem 200. Geburtstag von Karl Marx gedankt, dessen Wirtschaftskonzept ja für eher wenig Wohlstand gestanden hat. Und nichts, liebe Kolleginnen und Kollegen, umschreibt die Ideenlosigkeit der Großen Koalition besser als das, dass wir anstatt eines Digitalisierungsministeriums ein Heimatministerium bekommen haben. Während sich die Union noch für die Zuteilung des Wirtschaftsressorts feiern möchte, stellte die Journalistin Heike Göbel in der FAZ nüchtern fest, ich zitiere, Spuren von echtem freiheitlichen Verständnis von Markt und Wettbewerb, ganz zu schweigen von dem, was früher ordnungspolitisches Denken hieß, muss man im Koalitionsvertrag suchen. Und ich setze hinzu, für die soziale Marktwirtschaft, das eminente Leistungs- und Wettbewerbsprinzip, davon ist bei der Großen Koalition leichter nichts zu spüren. Ich finde es bedauerlich, für Deutschland ist es verheerend, dass die Union unter Angela Merkel den wirtschaftspolitischen Kompass verloren hat. Im Bereich Digitalisierung hemmt das Kompetenzgewirre zwischen den Ministerien das Vorankommen Deutschlands. Und gestern haben wir ja bei der Rede der Kanzlerin noch mal eindrücklich erfahren können, dass diese Bundesregierung daran auch nichts ändern möchte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als wir in Deutschland erkannt haben, dass Umweltschutz eine der großen Herausforderungen ist, war es selbstverständlich, ein Umweltministerium zu gründen. Und das wäre bei dem Thema Digitalisierung genauso nötig. Denn im Umweltschutz sind wir heute so erfolgreich. Und wir wären bei Digitalisierung nur erfolgreich sein, wenn wir auch da die Kompetenzen bündeln. Diese Bundesregierung investiert aber zum Beispiel keinen einzigen zusätzlichen Euro in schnelle Netze, und der Bundeswirtschaftsminister darf ja sowieso nur von außen zuschauen. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wichtigste Zukunftschance, nämlich die Digitalisierung, hat keine Priorität bei dieser Bundesregierung. Beim Umbruch des Arbeitsmarktes hat diese Bundesregierung trägt diesem Umbruch in keinster Weise Rechnung, weder das Wirtschaftsministerium noch andere Ressorts. Es mag schon sein, dass in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit Arbeitsmarktpolitik aus Sicht der Sozialpolitik gemacht werden muss. Aber angesichts 1,2 Millionen offener Stellen, demografischem Wandel, Digitalisierung ist es dringend geboten, dass die Arbeitsmarktpolitik wieder mehr von der Wirtschaftspolitikseite her gedacht wird. Und ohne die sozialen Auffangböden zu vernachlässigen, ist es doch heute eher so, dass nicht der qualifizierte Arbeitnehmer unter Druck steht, sondern der Arbeitgeber, der qualifizierte Arbeitnehmer sucht. Wenn die deutsche Wirtschaft ihren Bedarf an Fachkräften nicht decken kann, dann wird es zu deutlichen Wohlstandsverlusten. Wir reden heute schon von 30 Milliarden Euro im Jahr für Deutschland, aber für die gesamte Gesellschaft kommen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das wird auch zu Einnahmeverlusten auf der Staatsseite führen. Und das, liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wird auch dafür führen, dass Sie weniger zu verteilen haben. Das ist ja das, was Sie am allerliebsten tun. Sehr geehrter Herr Minister, es ist heute dringend nötig, dass es weniger Verteilungspolitik, aber mehr Wettbewerbspolitik von der Großen Koalition gibt. Und davon ist leider im Koalitionsvertrag kein Wort zu lesen. Und wir fordern Sie auf, dass Sie hier endlich tätig werden. Der Bedeutungsverlust, liebe Kolleginnen und Kollegen, des Bundeswirtschaftsministeriums der letzten Legislaturperiode droht sich leider dann eben auch in dieser Periode fortzusetzen, Herr Minister. Wenn Sie nicht bei Digitalisierung, Außenwirtschaft, Regionalförderung, Energiewende und Fachkräftemangel für Klarheit sorgen,
Herr Minister, seien Sie Anwalt für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn es in Europa um die Frage für mehr Stabilität statt Verschuldung geht, wenn es international darum geht, für mehr Freihandel zu sorgen und wenn es in der Großen Koalition darum geht, für wirtschaftspolitische Vernunft zu sorgen. Davon kann man leider in den letzten Monaten hier nichts spüren. Wir Freie Demokraten erwarten von Ihnen, dass Sie dieser Anwalt sind und dass Sie Impulsgeber sind für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Klein. Nächste Rednerin, Heidrun Blun für die Linke, Fraktion Die Linke. Dankeschön, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir befassen uns also mit dem Einzelplan 9 Wirtschaft und Energie mit einem Budget von ca. 8 Milliarden Euro. Herr Minister hat es ja selbst gesagt, 22% mehr als im Vorjahr. Im Vergleich der anderen Haushalte, die ich als Berichterstatterin betreuen darf, ist das schon ein Etat, der sich sehen lassen kann. Der Bereich Energie, der in diesem Einzelplan einen Anteil von 31% und damit ein Volumen von ungefähr 2,5 Milliarden Euro ausmacht, kommen ja noch gut die 6 Milliarden aus dem EKF, also aus dem Einzelplan 60 drauf, kommen auch noch einzelne Maßnahmen aus dem Einzelplan 16, den ich ebenfalls betreue, drauf, speziell für den Klimaschutz. Also wir reden insgesamt von ungefähr 9 Milliarden Euro im Energiebereich, die allerdings zum größten Teil nicht im Haushaltsplan abgebildet sind, sondern sich außerhalb des Haushaltsplans befinden. Und da bin ich schon beim ersten Problem. Energie- und Klimapolitik, die insgesamt gesellschaftlich gedacht, ja zusammen bearbeitet werden müssen, also auch aus einem Guss sein sollen, werden sie so nicht gelingen können, wenn wir mindestens 3 Minister haben, die für diesen Bereich Verantwortung haben. Und ich denke, dass wir hier an dieser Stelle gucken müssen, wie die einzelnen Minister mit diesen Themen umgehen. In der Vergangenheit haben wir daraus nicht viel Gutes erlebt. Die in dem 18er Haushalt abgebildeten Zahlen sind auch kein neuer Ansatz von Prioritäten. Auch wenn die Zahlen größer sind als im Haushalt zuvor, sind aber die Prioritäten, die wir gesetzt haben, an dieser Stelle wenig anders als in den vergangenen Jahren. Und wir haben eine Menge Versäumtes aufzuholen. Nun ja, das angepeilte Zwischenziel, bis 2020 40% CO2 einzusparen, ist ja bereits durch die Regierung aufgegeben worden. Von dieser neuen, alten Bundesregierung schon mal anerkannt. Diese aufgesplittete Verantwortung für Energie und Klima ist ja gerade die Ursache dafür, dass dieses 40%-Ziel nicht mehr zu schaffen ist. Denn abgesehen von einer hier im Hohen Hause vertretenen Fraktion, die entweder noch nie etwas vom Klimawandel gehört hat oder ihn sicherheitshalber einfach leugnet, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, sind wir anderen uns doch sonst wohl einig, dass sowohl die nötige Energiewende als auch die Bekämpfung des Klimawandels elementare politische Aufgabe für die kommenden Jahre, ja Jahrzehnte sein wird. Und diese Aufgabe hätte DIE LINKE schon gerne unter einem Ministeriumsdach gebündelt. Unter diesem Dach muss aus unserer Sicht auch nicht zwingend die Wirtschaft untergebracht sein, denn Energie- und Klimapolitik ist vom Duktus her eben kein pures Wirtschaftsthema. Mensch und Umwelt müssen vor wirtschaftlichen Interessen stehen. Und wenn es dann schon kein eigenes verantwortliches Ministerium gibt, dann kann dieses Parlament wenigstens erwarten, dass die jeweiligen Ressorts so zusammenarbeiten, dass auch zusammengeht, was zusammengehört. Und noch eins, kein Verständnis haben wir dafür, dass Sie den Einstieg in den Kohleausstieg vertagen. Damit werden wir diese Kosten weiter verteuern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, doch gerade im Moment hat Herr Minister ja wohl andere Sorgen. Nach der US-Kündigung des Atomdeals mit dem Iran gilt es, die deutsche Wirtschaft und da vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen vor Sanktionen zu schützen und die Exportbilanz der Bundesrepublik nicht zu gefährden. An dieser Stelle zeigt sich sehr deutlich, dass DIE LINKE schon vor vielen Jahren Recht hatte mit ihrer Forderung, nicht zu stark auf die Außenhandelsbilanz zu bauen, sondern mehr den Binnenmarkt zu fördern. Denn regionale Wirtschaftskreisläufe und Wertschöpfung sind weniger anfällig in einer zunehmend brennenden Welt. Bei allem Verständnis für diese schwierige Situation, vor allem wenn es um die Auswirkungen auch auf gefährdete Arbeitsplätze in diesen anfälligen Exportbranchen geht, so müssen wir hier doch ganz klar auch die Verantwortlichen benennen.
Diese neue, alte Regierung hat diesen Kurs immer forciert, steuert auch heute nicht dagegen und hofft weiter auf ein Wunder für deutsche Unternehmen, die im und mit dem Ausland ihr Geld verdienen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht jedes Geschäft am Ende des Tages war ein gutes Geschäft. Schauen wir uns den Wirtschaftsbereich im einzelnen Plan 9 an, fällt auf, dass das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, ZIM genannt, um 5 Millionen Euro gekürzt werden soll. Bei einem Gesamtvolumen, das insgesamt 543 Millionen in diesem Bereich umfasst, ist das eine Kürzung um 1%. Und dieses 1% wegzustreichen, war vielleicht gemeint, merkt vielleicht keiner. In diesem Programm werden aber überproportional kleine und mittelständische Unternehmen, Kleinstbetriebe vor allem auch in Ostdeutschland gefördert. Kürzt man also nur dieses Programm, dann kürzen wir in erster Linie auch die KMUs im Osten. Dies, meine Damen und Herren, ist aus unserer Sicht völlig falsch und ich hoffe, dass Sie diese 5 Millionen mindestens in der Bereinigungssitzung wieder drauflegen. Umso mehr ärgert uns das, wenn man sich vor Augen führt, das hat mein Kollege Roland Claus vor mir hier an dieser Stelle auch eben immer schon mal gesagt, die staatsnahen Monopolisten, wie zum Beispiel Airbus, immer und immer mehr Millionen sich einverleiben, Subventionen und damit Steuergelder bekommen. Denken Sie an Ihre Redezeit? Ja, Frau Präsidentin, ich muss nur noch mal sagen, das ist für uns ein Skandal. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir diese 5 Millionen in der Bereinigungssitzung haben wollen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Blum. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Anja Heiduk. Und Anja Heiduk ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Minister, Sie haben in Ihrer Erklärung und Rede deutlich gemacht, dass Sie das BMWI als Mittelstandsministerium in erster Linie verstehen. Und ich würde auch sagen, ja, es ist richtig, wenn wir weiterhin nachhaltig mit erfolgreichen Produkten in Zukunft noch vorkommen wollen, dann muss der Mittelstand jetzt zur Digitalisierung forschen. Er muss ressourcenschonender Prozesse entwickeln und er muss auch in Energieeffizienz investieren. All das ist auch richtig mit Blick auf den Mittelstand. Dazu möchte ich Ihnen aber noch ein paar konkrete Vorschläge machen, damit Sie auch da handeln, wo der Schuh drückt. Es ist so, dass die steuerliche Forschungsförderung, die ist ja allen bekannt und Sie wollen die auch, die war im letzten Koalitionsvertrag drin, ist aber nicht gekommen. Sie ist jetzt nicht etatisiert. Sie gehört nicht zu den sogenannten prioritären Maßnahmen im Finanztableau. Das heißt, wenn die nicht spätestens 2019 in trockenen Tüchern ist, dann müssen wir wahrscheinlich damit rechnen, dass dieses Projekt in dieser Legislaturperiode wohl wieder nichts wird. Und dann drückt der Schuh weiter an der Stelle, Herr Minister. Zur Forschungsförderung gehört aber auch Projektförderung wie die Programme ZIM und industrielle Gemeinschaftsforschung. Und die müssen und sollen auf höherem Niveau fortgesetzt werden. Und die dürfen jetzt nicht unter der Ankündigung der Einführung der steuerlichen Forschungsförderung einfach leiden. Aber den Anschein erweckt der Etat. Und besonders möchte ich hier kritisieren, dass Sie zwar auch davon sprechen, wie wichtig es ist, Start-ups und Gründer zu unterstützen, aber zum Beispiel dieses Programm EXIST, was Gründungen eben in Universitäten und Forschungseinrichtungen fördert, das ist komplett unterfinanziert. Die brauchen eigentlich von der Nachfrage her doppelt so viel, 40 Millionen mehr in ihrem großen Etat. Frau Blum hat es dargestellt, müsste das eigentlich locker drin sein. Ich fordere Sie auf, dann hier auch wirklich was zu tun. Herr Minister, ein zweiter Punkt in Ihrem Haushalt, ein großer Punkt, ist die Luft- und Raumfahrt. 1,7 Milliarden Euro. Und Sie haben in Ihrer Amtszeit eigentlich in den ersten Monaten da schon eine Menge zu tun. Ich sag mal Air Berlin, A380, Ariane. Man könnte witzig sagen, hier müsste an einem AAA noch heftig gearbeitet werden. Bei Air Berlin, da wird es so sein, dass wir auf 89 Millionen sitzen bleiben, einer Restschuld. Der Bundesrechnungshof prüft hier ein Glück noch mal dabei, ob die Bundesregierung auch mit ihrer Unterstützung da wirklich rechtmäßig und richtig gehandelt hat. Ich erwarte auch von Ihnen persönlich da eine wirkliche Aufarbeitung und Aufklärung und Stellungnahme. Zweitens, wegen öffentlicher Subventionen hat die WTO jetzt ganz jüngst entschieden, an Airbus,
Und müssen wir damit rechnen, dass es Handelssanktionen seitens der Amerikaner geben könnte? Da steht in Aussicht 7 bis 10 Milliarden. Wir haben jetzt erfahren, dass in Ihrem Haus ganz kurzfristig der Darlehensvertrag für den A380 überarbeitet wird. Das wäre ja erstmal okay. Aber eigentlich werden wir schon wieder gedrängt, im Haushaltsausschuss nicht sorgfältig einbezogen, sondern sollten kurzfristig diesen Darlehensvertrag in einer anderen Weise zur Kenntnis nehmen bzw. billigen. Hier geht es um Darlehensverluste möglicherweise von mehreren 100 Millionen Euro. Das sind Darlehen zur Entwicklung des A380. Der hat Absatzprobleme. Man muss mit solchen Problemen vernünftig umgehen. Ich fordere Sie auf, sorgen Sie in Ihrem Haus für Sorgfalt und Ruhe und nicht für hektisches Durchwinken von schwerwiegenden Verträgen. Gerade in Zeiten, wo man jetzt so ein belastetes Verhältnis hat mit den Amerikanern, kann ich Ihnen nur sagen, was ich da gestern und die letzten Tage erlebt habe, das war nicht in Ordnung. Kümmern Sie sich darum. Und beim Thema Ariane 6, da müssen wir auch aufpassen. Wenn wir eine teure neue Rakete bauen, die, wenn sie dann einen Satelliten zum Beispiel ins All befördert, zur Hälfte billiger sein wird als die etwas veraltete Ariane 5, dann erwarte ich aber auch, dass wir diese Ariane 6 dann auch in Zukunft benutzen. Je mehr sie dann eingesetzt wird, desto weniger teuer für den Steuerzahler. Ich spreche das hier an, weil wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass eigene öffentliche Auftraggeber auch in Deutschland aus vermeintlichen Kostengründen das Angebot von amerikanischen Konkurrenten verwenden. Das ist vermeintlich günstiger, da wird ordentlich quersubventioniert. Und deswegen muss die Bundesregierung und die Europäische Union, die müssen dann schon, wenn es um die eigens entwickelte Ariane-Rakete geht, im Sinne einer eigenen europäischen unabhängigen Raumfahrt, dann können wir das überhaupt nur mittragen, wenn das dann auch ein Projekt ist, was wir zum Einsatz bringen. Weil sonst können wir die ganze europäische eigene Raumfahrt und den Traum davon auch vergessen. Und da ist wirklich Handlungsbedarf. Allerletzter Punkt, der kommt noch zum Schluss, die Energieeffizienz. Das ist 30% Ihres Haushalts. Sie haben dazu nicht gesprochen. Das Problem ist, es gibt sehr viel Geld für die Energieeffizienz, sie fließt aber nicht ab. Sie ist eigentlich erhöht worden, um die falsche Kohlereserve, die 2015 eingeführt wurde, zu kompensieren im Sinne von weniger CO2. Wenn das Geld liegen bleibt, wenn Sie sich darum nicht kümmern, wenn Sie darüber noch nicht mal hier intensiv reden wollen, dann werden wir unsere Klimaschutzziele nicht erreichen können. Deswegen an der Stelle auch großer Nachbesserungsbedarf, Herr Altmaier. Sie fangen ja jetzt in dem Haus erst an. Ich setze mal ein bisschen Hoffnung rein, aber die Bilanz muss besser werden. Ja, danke schön. Sagt Anja Heiduck hier für die Bündnisgrünen. Und vielleicht anschließend an Ihre Rede noch mal eine Zahl. Die Ausgaben für die Luft- und Raumfahrt, die schlagen in diesem Einzelplan zu Buche mit 1,73 Milliarden Euro für 2018, wenn das Ganze denn so durch die parlamentarischen Verfahren hier geht. Carsten Lindemann hören wir jetzt, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion. Aus volkswirtschaftlicher Sicht wirklich objektiv gesehen falsch. Es hat mit der volkswirtschaftlichen Situation nichts zu tun. Mir ist jedenfalls keine Situation bekannt aus den letzten Jahren, auch das, was ich gelesen habe aus den letzten Jahrzehnten, dass wir so eine lange Konjunkturphase gehabt haben. Eine Situation, wo die Kapazitätsauslastung in der Industrie bei knapp 90% über Monate, zum Teil über Jahre liegt. Der Auftragseingang hoch. Die Kämmerer sprechen mich an von Kommunen, dass sie kaum noch Ausschreibungen machen können, weil sie keine Handwerker finden. Und der eine Handwerker, der sich meldet, geht dann 20-30% oberhalb des Marktpreises, bietet er dann an. Wenn Sie zur Hannover-Messe fahren, wie der Mittelstand unterwegs ist. Ich bin der Letzte, der nicht über die Probleme der Zukunft reden will. Aber ich bitte doch darum, ein realistisches Bild über die Volkswirtschaft in Deutschland zum Status quo abzugeben. Und dann können wir gerne über die Zukunftsthemen streiten. Und was mir auch zu kurz kommt, ja, wir reden hier über einen Haushalt mit 341 Milliarden Euro. Übrigens, über die Hälfte davon geht in den Sozialstaat. Wir reden insgesamt über einen Haushalt von 341 Milliarden Euro. Und wir dürfen nicht so tun, als ob wir primär etwas damit zu tun haben. Das kommt auch nicht vom Himmel. Sondern das ist die Leistung und die Leistungsbereitschaft der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Lande. Und das muss auch mal ausgesprochen werden. Wir dürfen nicht so tun, als ob wir das Geld generiert haben, sondern wir entscheiden hier über Geld
wo eine Leistungsbereitschaft stattfand, die draußen stattfand, bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, bei den Arbeitgebern und den Steuerzahlern. Und das gebührt auch mal Lob und Dank und sollte an dieser Stelle auch mal ausgesprochen werden. Und übrigens, wenn wir dann über Entlastungen reden und über die Frage, ist der Begriff Entlastung überhaupt richtig oder ist es nicht Geld, was den Steuerzahlern gehört, dann reden wir natürlich auch über Beiträge. Wenn ich nur ein Beispiel herausziehen kann, weil das in diesen Tagen jeden Tag diskutiert wird, das ist die Bundesagentur für Arbeit, das sind die Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Die Bundesagentur für Arbeit schwimmt im Geld. Wir haben heute eine ganz andere Situation als beim Abschluss des Koalitionsvertrages. Und dann sollten wir doch so ehrlich sein und darüber nachdenken, ob es nicht richtig ist, so weit zu entlasten, neben der Weiterbildung, liebe SPD, haben Sie völlig recht, aber dass wir zusätzlich höher gehen, nicht um 0,3, sondern mindestens 0,5 entlasten, das sind 6 Milliarden Euro, weil es nicht unser Geld ist, sondern das Geld der Beitragszahler, und da gehört es auch hin. Bin dran. Und natürlich gibt es eine Zinssituation, die hilft. Und natürlich gibt es eine Zinssituation in Frankfurt, die natürlich hilft die beim Bundeshaushalt, ist doch klar. Aber wir haben natürlich gleichzeitig eine Situation, dass diese Bundesregierung dieses Geld nicht nutzt, um noch mal Geld richtig rauszuhauen, so wie es manche im Süden Europas machen, sondern dass auch ich weiß, dass es gefährlich ist, wenn es zu lange künstlich niedrige Zinsen gibt. Das weiß ich, das zeigt auch die Geschichte. Und deshalb ist doch die zentrale Frage, wie können wir uns heute wappnen in einer Niedrigzinsphase für den Fall, und der Fall wird kommen, dass die Zinsen wieder steigen, dass es da gelinde gesagt nicht zu Komplikationen kommt. Und da setzt dieser Haushalt an. Und deswegen finde ich es richtig, um den Haushalt Wirtschaft heranzuziehen, dass wir mehr als 50% des Haushaltes ausgeben für Innovation, für Bildung, für Forschung, für Entwicklung und für neue Technologien. Das ist genau der richtige Weg. Und das ZIN-Programm ist eines der erfolgreichsten, das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand. Und Sie haben völlig recht, das müssen wir auch weiter ausbauen. Das ist auch unser Plan. Die Kollegen werden da gleich noch was zu sagen. Es ist relativ bürokratiearm im Vergleich zu vielen, vielen anderen Projekten. Und nach 3 Monaten wird entschieden. Gleichzeitig verdoppeln wir oder noch mehr das Thema digitale Agenda. Auch ein zentrales Thema. Nehmen Sie nur mal die Mikroelektronik im Bereich der Digitalisierung. Da gehen wir von 50 Milliarden auf 300 Milliarden. Wir unterstützen hier die Grundlagenforschung. Und nur darum geht es auch im Kern. Denn eins ist auch klar, was wir vor allem brauchen, ist Freiraum. Freiraum für die Unternehmer, für die Start-ups, für den Mittelstand, für Kreativität, für Innovation. Apple und Google ist doch nicht entstanden, weil Washington irgendwelche Regulierungen gemacht hat oder spezifische Förderung für diese Firmen, sondern weil die Freiraum hatten. Und genau diesen Freiraum müssen wir organisieren. Und diese Debatten dürfen wir nicht scheuen. Und wenn ich mit jungen Gründern rede, da sagen die mir, natürlich brauchen wir Arbeitszeitgesetze in der Industrie, in der Produktion und so weiter. Aber dort, wo es um Kreativität gibt, da müsst ihr uns mehr Freiraum geben. Deswegen haben wir die ersten Sachen festgeschrieben, auch zum Thema Arbeitszeitgesetz. Ich bedanke mich bei der Bundeskanzlerin, die gestern auch dieses Thema beim Deutschen Gewerkschaftsbund angesprochen hat. Dabei geht es nicht um die Ausweitung der Arbeitszeit, sondern um mehr Flexibilität im Sinne der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und das sind Debatten, die wir jetzt führen müssen in dieser Niedrigzinsphase, dass es uns auch morgen weiter gut geht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Lindemann. Nächster Redner jetzt hier in der Aussprache zum Einzelplan Wirtschaft und Energie, live Erik Holm für die AfD-Fraktion. Er ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, Herr Minister, Sie haben gerade in Ihrer Rede davon gesprochen, wir sollten unser Land nicht schlecht reden. Das machen wir natürlich nicht, aber wir müssen natürlich über die Probleme und die Gefahren reden, die unserem Land drohen, und das ist einfach notwendig. Also Ihr Wunsch erinnert mich so ein bisschen an die Fernsehnachrichten in der DDR. Bei der Aktuellen Kamera gab es auch immer nur positive Nachrichten von der wirtschaftlichen Entwicklung. Aber das ist, weiß Gott, damals nicht der Fall gewesen. Das ist heute leider auch nicht in allen Gebieten der Fall. Wir leben in einer Sonderkonjunktur. Wir leben in einer Sonderkonjunktur nach wie vor. Herr Lindemann hat das gerade angedeutet, durch eine extreme Geldschwemme der EZB. Und diese Phase wird zu Ende gehen. Das zeigen die ersten Indikatoren. Der IFO-Geschäftsklimaindex dreht nach unten. Es ist deutlich zu merken. Aber diese Regierung verteilt weiter Geld mit der Gießkanne hier und da, vorwiegend im konsumtiven Bereich. Aber bei strukturellen Verbesserungen, die angesichts von Rekordeinnahmen ja möglich wären, haben sie nichts gerissen.
Selbst die EU-Kommission attestiert Ihnen im aktuellen Länderbericht, ich zitiere, die Haushaltslage kaschiert, dass Chancen der Finanz- und Strukturreformen vertan werden. Das genau ist die Realität. Ihr Haushalt ist ein Schönwetterhaushalt. Wenn der Abschwung kommt, dann darf diese Bundesregierung direkt in den Schuldenturm einziehen. Das ist die Realität. Wann, wenn nicht jetzt, muss man investieren in Bildung, Forschung, Infrastruktur? Das tun Sie zu wenig. Und das sind wirklich die Voraussetzungen dafür, dass unsere Wirtschaft und damit unser Land gut durch die nächste Schwächephase kommen. Ich kann Ihnen aus Mecklenburg-Vorpommern berichten. Am letzten Wochenende hatten wir riesige Megastaus wie noch nie. Zum Großteil verursacht durch marode Infrastruktur. Zerbröselnde Brücken, selbst neue Straßen wie die A20 halten nur noch halbtags. Und das kann es nicht sein. Hier muss deutlich mehr investiert werden, damit unsere Handwerker pünktlich zu ihren Baustellen kommen und die Urlauber zu uns an die Küste. Das sind die Probleme, mit denen die Wirtschaft zu kämpfen hat bei uns. Wir sehen doch im Bundeshaushalt, die Investitionen stagnieren, statt zu steigen. Und Besserung ist auch in den kommenden Haushalten leider nicht in Sicht. Wenn wir in den Wirtschaftsetat schauen, dann sehen wir viele Programme, die wenig bringen oder kontraproduktiv sind. Da wird der Energie- und Klimafonds fast verdoppelt, um noch mehr Geld in eine wahnwitzige Energiewende zu verpulvern. Und diese wird bekanntermaßen sowieso scheitern. Planwirtschaft funktioniert nicht, das sollten wir eigentlich alle langsam begriffen haben. Der Verband der Energie- und Wasserwirtschaft zweifelt mittlerweile ziemlich laut an der dauerhaften Versorgungssicherheit mit Strom. Wir bauen mehr Kraftwerksleistung ab, als neue hinzukommt. Ab 2023 dürfen wir dann wohl mit Blackouts rechnen. Aber das, meine Damen und Herren, würde unsere Wirtschaft wirklich hart treffen. Sie scheitern hier auf ganzer Linie und der Bürger muss es mit Milliarden über seinen Strompreis und über seine Steuern ausbaden. Und da machen wir nicht mit. Wir brauchen deutlich mehr Mittel für die Energieforschung, ja, aber nicht für eine Politik, die Ideologie vor Realität stellt. Wir brauchen Energiesicherheit und die bekommen wir nicht durch Zappelstrom, sondern durch grundlastfähige Kraftwerke. Und da hätten wir mit der neuen Gaspipeline Nord Stream 2 die Möglichkeit, verstärkt auf saubere Gaskraftwerke zu setzen. Aber hier hat man das Gefühl, dass die Bundesregierung langsam einknickt. Jedenfalls lässt das geänderte Wording der letzten Wochen vermuten. Und heute hören wir in den Pressemeldungen, dass US-Präsident Trump mit Sanktionen drohe, wenn Deutschland nicht auf das bilaterale Wirtschaftsprojekt mit Russland verzichte. Das finde ich wirklich unglaublich. Hier kann und hier muss sich diese Bundesregierung jetzt beweisen. Also seien Sie souverän, handeln Sie im Interesse Deutschlands. Nord Stream 2 ist ein absolut sinnvolles Projekt und die AfD fordert Sie auf, hier kein Jota nachzugeben. Klar ist doch, jede Pipeline, die uns Energie liefert, stärkt unsere Energiesicherheit und Russland war in dieser Hinsicht immer ein verlässlicher Partner. Wir sind eben nicht der Erfüllungsgehilfe für das geopolitische Interesse anderer Länder. Meine Damen und Herren, unsere Wirtschaft steht vor Herausforderungen im nächsten Abschwung und darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Das Wichtigste dabei ist die Hebung des Wachstumspotenzials durch Investitionen in unsere Infrastruktur, in Bildung und Forschung und durch eine echte Entlastung von Steuern und Abgaben. Denken Sie an Ihre Redezeit? Ich bin sofort am Ende, Frau Präsidentin. Dieser Haushalt aber atmet den Geist des Weiter-so und ein Weiter-so können wir uns wirklich schon längst nicht mehr leisten. Dankeschön. Dankeschön. Johann Saathoff ist jetzt der nächste Redner hier für die Sozialdemokraten, sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Woche hatte ich Gelegenheit, einige Gespräche zu führen mit Mitarbeitern der Trump-Administration. Und ich muss schon sagen, das war ein Stück weit für mich beeindruckend. Natürlich gab es deutliche Differenzen zu erkennen. Ich habe eine Kurzeinführung in Twitter-Politik bekommen. Und ich habe immer noch nicht verstanden, warum das Pariser Klimaabkommen aus der amerikanischen Sicht in Frage gestellt wird. Und was ich auch nicht verstanden habe, handelspolitisch, ist, wie man eigentlich mit Strafzöllen versucht, Zölle abzubauen. Also dort habe ich erlebt, was ich gerade in der Rede zuvor erlebt habe, man setzt Ideologie vor Realität und tauscht das umgekehrt um und meint, dass dann sozusagen auf der richtigen Seite ist. Mittlerweile
Scheint also auch im Deutschen Bundestag keine Einigkeit zu bestehen bei den Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels. Aber ich will an dieser Stelle deutlich machen, für die SPD ist klar, wir wollen die richtigen, notwendigen und wichtigen Schritte für den Klimaschutz tun. Und wir verstehen Energiepolitik auch als wichtigen Beitrag zur Klimaschutzpolitik. Das muss an dieser Stelle mal gesagt sein. Dazu wird es bald eine sogenannte Kohlekommission geben. Die wird ein Ausstiegsdatum festlegen und einen Ausstiegspfad. Sie wird sich befassen mit dem Strukturwandel. Und dazu haben wir Erfahrungen aus dem Steinkohlebergbau. Wir lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir von der SPD lassen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den betroffenen Regionen nicht allein. Darauf können Sie sich verlassen. Und auch ohne Kohleausstieg haben wir strukturschwache Regionen in Deutschland, besonders zu finden in den ländlichen Räumen. Und dafür halte ich es für unumgänglich, dass wir die Änderung des Grundgesetzes dazu vornehmen. Zur Unterstützung dieser Regionen und zur Angleichung der Lebensverhältnisse nicht nur zwischen Ost und West, sondern vor allen Dingen auch zwischen Stadt und Land. Damit können wir dem ländlichen Raum endlich wieder die Wertschätzung entgegenbringen, die sie aus unserer Sicht auch verdient hat. Die ländlichen Regionen sind die Regionen, in denen die Energiewende stattfindet. Und im Koalitionsvertrag haben wir uns darauf verständigt, die Energiewende zu beschleunigen. 65% erneuerbare Energien wollen wir bis 2030 haben. Das ist keine Frage, nicht im Vorbeigehen zu erreichen. Da muss richtig was getan werden, Kolleginnen und Kollegen, nämlich mindestens 3,5 Gigawatt Zubau pro Jahr im Windbereich und im PV-Bereich, wahrscheinlich sogar bis zu 5 Gigawatt, wenn man anguckt, was sich noch alles abbaut dann dazwischen. Das sind große Herausforderungen, vor allen Dingen für die Stromnetze auf allen Ebenen. Aber da darf auch nichts auf die lange Bank geschoben werden. Wir in Ostfriesland würden sagen, Nötigste geht für Trockste. Das müssen wir jetzt anfassen, und die SPD ist dazu bereit. Und ich höre immer wieder, dass das 65%-Ziel ja nur gilt, wenn die Netze sich synchron dazu entwickeln. Manche denken, das sei die Relativierung des 65%-Ziels. Das ist aber nicht so. Genauso wichtig wie der Bau der Netze ist der Blick auf den aktuellen Betrieb der Netze. Und Herr Altmaier ist, glaube ich, im Moment nicht da. Ich hätte ihm sonst zugerufen. Er muss mal. Er wollte sich Gummistiefel kaufen, um dann letzten Endes jede Stromleitung zu besichtigen. Ich schlage ihm vor, machen Sie das nur für ganz bestimmte Projekte, da wo es richtig kneift. Ostbayernring zum Beispiel oder Emden-Conneforde. Und mit der gesparten Zeit bei unproblematischen Leitungen setzen Sie sich hin und versuchen mit uns gemeinsam notwendige Maßnahmen auf den Weg zu bringen für die bessere, intelligente Auslastung des Stromnetzes. Vielleicht kann ihm das ja irgendjemand irgendwann mal übermitteln. Wir brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Jahr noch ein Netzoptimierungsgesetz, das dazu beiträgt, dass unsere Netze effizienter betrieben werden kann. Allein 15 Vorschläge dazu kommen konkret aus der SPD. Damit müssen wir uns beschäftigen, damit der schleppende Netzausbau in einigen Regionen nicht zum Faustpfand wird, zum Faustpfand für die Gegner der Energiewende. Und die internationalen Folgen, die das hat, wenn die deutsche Energiewende nicht funktioniert oder ins Stocken gerät, haben wir erkannt, alle miteinander, als die 2020-Ziele in Frage gestellt worden sind, aus meiner Sicht absolut zu Recht. Aber die internationale Folge war, dass andere Länder dachten, wenn die Deutschen schon die Energiewende nicht mehr ernst nehmen, dann brauchen wir das auch nicht mehr machen. Leute, das dürfen wir nicht zulassen, dass die anderen Länder glauben, wir würden keine ernsthafte Energiewende betreiben wollen. Und noch dringender als das Netzoptimierungsgesetz in diesem Jahr warten wir auf die Sonderausschreibung für Wind und PV, 4 Gigawatt im 100-Tage-Gesetz. Diese Ausschreibungen, die ersten Ausschreibungen im Sonderausschreibungsbereich, müssen noch dieses Jahr erfolgen. Wir, die SPD, steht zum Koalitionsvertrag in dieser Hinsicht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Saathoff, Sekunde bitte. Ich komme aus Bayern. Ich habe den Einsatz definitiv nicht verstanden. Wie hieß der? Frau Präsidentin, ich bitte herzlich um Entschuldigung. Nötigste geht für Trockste, heißt so viel wie das Nötigste geht vor dem Dringendsten. Alles klar. Dankeschön. Jetzt wissen wir es. So. So viel der Klarstellung. Johann Saathoff war das für die SPD-Fraktion. Ja, er hat die Kohlekommission angesprochen. Sie soll sich ja noch in diesem Monat konstituieren. Gut 20 Mitglieder werden das Enddatum für die Kohleverstromung festlegen. Das soll eigentlich noch in diesem Jahr passieren.
das Ganze ja schon im Koalitionsvertrag festgehalten, geleitet werden soll dieses Gremium unter anderem von Matthias Platzig, dem früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg, und Stanislav Tillich, dem früheren Ministerpräsidenten von Sachsen, da diese Bundesländer ja strukturell besonders betroffen sein werden. Für Nordrhein-Westfalen soll wohl die ehemalige Staatssekretärin und Bundesumweltministerin Ursula Heinen-Esser dieses Gremium leiten. Jetzt hören wir aber weiter hier in die Einzelplanberatung. Für die FDP spricht jetzt Reinhard Huben. In der Hoffnung, dass der Wirtschaftsminister mir doch noch während meiner Redezeit die Ehre gibt, werde ich jetzt mal ein wenig meine Rede umstellen. Lassen Sie uns reden über Elektromobilität. Dieser Haushaltspunkt ist mit 275 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen. Aber, meine Damen und Herren, die Bürger nehmen das Angebot gar nicht an. Anträge im Jahr 2016, glatte 9.044. In 2017 knapp 38.000 und in diesem Jahr sieht es von der Prognose ja auch nicht besser aus. Sollten wir dann nicht vielleicht überlegen, diesen Haushaltspunkt ganz aufzulösen? Sollte die Koalition nicht den Mut haben, zu sagen, das von Herrn Gabriel gesetzte Ziel, was wir außerdem, wenn das Tempo entsprechend so bleibt, in genau 23 Jahren erreichen werden? Für die CDU-CSU kann ich da nur sagen, das wäre dann die 10. Legislaturperiode von Frau Merkel. Also wäre es nicht sinnvoll, diesen Haushaltspunkt komplett zu streichen, weil man Elektromobilität eben nur dann erfolgreich im Markt durchsetzen kann, wenn die Produkte entsprechend attraktiv sind und nicht durch entsprechende Subventionen. Zweites Beispiel, Luft- und Raumfahrt. Eine wichtige Schlüsselindustrie für uns. Und ein bedeutender Industriezweig in Deutschland, auch wichtig sicherlich für unsere Verteidigungspolitik und unsere Außenpolitik. Und dort kann man unterscheiden. Die europäischen Aktivitäten der ESA werden sehr stark gefördert mit einem Plus von 13%. Der nationale Bereich für DLR dagegen nur mit einer Art Inflationsausgleich von 3%. Wenn man nach Frankreich schaut, die Franzosen nehmen dieses Thema sehr viel ernster. Sie fördern national Raum- und Luftfahrt doppelt so stark wie Deutschland. Wir sollten in dem Bereich durchaus mehr tun. Und wenn wir auf die Elektromobilitätssubvention verzichten würden, hätten wir da sehr, sehr großen Spielraum. Leider ist der Wirtschaftsminister nun immer noch nicht da. Aber vielleicht darf ich ihn doch zitieren. Er hat nämlich in der Regierungserklärung vom 22. März gesagt, manchmal muss man auch als Wirtschaftsminister den Mut haben, weniger zu tun oder vielleicht auch gar nichts tun. Und wenn ich diesen Haushalt insgesamt vorlege, habe ich den Eindruck, dass der Herr Minister den entsprechenden Mut gehabt hat. Denn der Haushalt in diesem Bereich ist eigentlich nicht mehr oder weniger als eine Kopie der letzten Haushalte der letzten Jahre. Aber kommen wir zu einem Punkt, den der Wirtschaftsminister aktuell eben aufgerufen hat. Da ist er auch wieder. Begrüße Sie in unserem Kreis. Herzlich willkommen, Herr Minister, zu Ihrer Debatte. Ist spannend. So, bitte. Genau. Herr Minister, Sie haben eben ausgeführt, die Politik ist an Ihrer Seite. Nur, meine Damen und Herren, wenn man die aktuellen Situationen ganz aktuell zum Streit um die wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran nach Aufkündigung der Trump-Regierung des Atomabkommens sieht, muss man fragen, wo ist denn die deutsche Politik? Wenn der VDMA-Chef Herr Welker sagt, muss ich mir Sorgen machen, dass demnächst meine Mitarbeiter in den USA verhaftet werden, wenn wir im Iran Geschäfte machen? Wo ist die Stimme des Wirtschaftsministers? Warum ist die EU entschlossener? Warum ist Herr Juncker entschlossener in dieser Frage als die deutsche Bundesregierung? Und meine Damen und Herren, es genügt eben nicht, den betroffenen Unternehmen zuzusagen, dass sie eine Rechtsberatung erhalten, wie Sie zitiert werden, Herr Minister. Wir hoffen, dass Sie in Zukunft mehr Mut haben und sich deutlicher, nicht nur am Kabinettstisch, sondern auch im Ausland, gerade gegenüber den USA, vor die deutsche Wirtschaft stellen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Kollege Huben.
Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Klaus Ernst. Klaus Ernst ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, freut mich, dass Sie auch wieder unter uns weilen, Herr Altmaier. Jetzt mal ehrlich, können Sie erkennen, wo die Bundesregierung wirtschafts- und industriepolitisch hin will? Herr Altmaier, ja, Sie glauben auch, dass eine Pfütze der Ozean ist, ne? Aber ich glaube, einem normalen Menschen ist jedenfalls nicht zugänglich geworden, ob es in irgendeiner Form eine Richtung gibt, wohin denn unsere Wirtschaft läuft. Herr Altmaier hat gesagt, die Wirtschaft läuft und läuft und läuft. Das haben wir auch schon mal gehört, das freut uns auch. Aber wohin, Herr Altmaier? Mit welcher Strategie will die Bundesregierung den Herausforderungen einer vollkommen veränderten amerikanischen Außen- und Handelspolitik begegnen? Mit welcher? Etwa den Sanktionen, mit welchen Reaktionen können wir rechnen auf die Sanktionsdrohungen gegen deutsche und europäische Unternehmen? Nicht nur im Zusammenhang mit dem Iran-Abkommen, da gab es ja vorher schon Probleme mit Nord Stream 2, da war es ähnlich. Welche Ideen hat die Bundesregierung hinsichtlich der Investitions- und Hightech-Offensive Chinas? Eckhard Cordes, ehemaliger Vorsitzender des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, hat vor einiger Zeit im Wirtschaftsausschuss gesagt, ich zitiere das, ein starkes Europa ohne Einbeziehung Russlands ist nicht möglich. Zitat Ende. Wir brauchen endlich eine nationale und europäische Strategie. Und wir müssen endlich überlegen, ob unsere Russlandpolitik nicht prinzipiell angesichts der Herausforderungen aus dem Atlantik auf der anderen Seite überdacht werden muss, Herr Altmaier. Und ich sage Ihnen auch, das habe ich gestern auch gehört von der Kanzlerin. Das Bekenntnis zur transatlantischen Freundschaft ersetzt keine Strategie, Herr Altmaier. Und deshalb, die Neue Zürcher Zeitung schreibt am 11. Mai unter dem Titel, Zitat, der Westen agiert gegenüber China hilflos, die Bedeutung deutscher Industriepolitik. Beispiele von früher sind das MITI, das Ministerium für internationalen Handel und Industrie im Japan der 70er und 80er Jahre und die staatlich verordnete Industriepolitik in den USA unter Eisenhower. Alles höchst erfolgreich. China kopiert auch da, wie wir sehen, auch erfolgreich. In der aktuellen Ausgabe von Le Monde Diplomatique steht, Zitat, das Beispiel China sollte uns dazu bringen, die Rolle des Staates in der globalen Welt zu überdenken, Herr Altmaier. Bei uns wurde eine eigenständige Entwicklung der Batterietechnik verschlafen und selbst auf einem Longtail-Boot an der Andamansee an der Küste von Thailand ist der Internetempfang besser als auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg. Das hast du getestet? Ja, das habe ich getestet. Das habe ich getestet. Allerdings nur die Strecke von Berlin nach Hamburg. Das andere war meine Kollegin. Kolleginnen und Kollegen, schreit diese Entwicklung nicht gerade nach einer gesamtstaatlichen Strategie und endlich ausreichender Investitionen? China ist dabei, eine neue Seidenstraße aufzubauen. Und bei uns gibt es seit 2017, ich zitiere das, einen Koordinator der Bundesregierung für Auslandsprojekte im strategischen Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Zitat Ende. Das verlinkte Strategiepapier dazu hat den sagenhaften Umfang von 4 Seiten. Auch im Bundeshaushalt investieren Sie viel zu wenig. Verständlich, Sie wissen ja nicht recht wo, weil die Strategie fehlt. Wir leben seit Jahren von der Substanz. Laut KfW ist allein in den Kommunen ein Investitionsstau von 126 Milliarden Euro aufgelaufen. Sie sagen, Sie machen 3 Milliarden mehr. Das ist ja weniger als der Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich sage Ihnen, jahrelang waren die Abschreibungen höher als die öffentlichen Investitionen. Wir laufen seit Jahren auf der Felge. Meine Damen und Herren, statt kräftig zu investieren und damit die Voraussetzungen für unsere Zukunft wirklich zu sichern, trägt Herr Scholz die schwarze Null wie eine Monstranz auf einer Fronleichnamsprozession vor sich her. Wie auch sein Vorgänger. Weiterführen tut uns das nicht. Eine letzte Bemerkung noch kurz zur Energie. Das Klimaschutzziel 2020 wurde verfehlt. Der Ausbau erneuerbarer Energien muss beschleunigt werden und wir müssen aus der Kohle raus, und zwar rasch und sozial verträglich. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Regierung, die Verantwortung übernimmt und nicht hinter Entwicklungen herläuft. Mit diesem Haushalt werden Sie den Notwendigkeiten leider nicht gerecht. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Klaus Ernst.
Nächster Redner in der Debatte, Mario Miruch, der fraktionslose Kollege. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, dass die Bundesregierung aus Union und FDP die Energiewende beschloss, und dem vorangegangen waren 12 Jahre vorher die Liberalisierung des Strommarktes. Die Ziele waren vielfältig. Wo stehen wir heute? Deutschland hat nach Dänemark die höchsten Strompreise der EU. Der Steueranteil, der Staatsanteil hat sich seit 1998 mehr als verdoppelt. 24% entfallen alleine aufs EEG. Und jedes Jahr steigen die Preise um etwa 3% und damit um ein Vielfaches stärker als im benachbarten Ausland. Erneuerbare Energien garantieren leider noch keine Versorgungssicherheit. Und die Nachhaltigkeit von Windrädern im Energiepflanzenanbau, der zum Nitratanstieg im Wasser führt, gibt es jede Menge Fragen und auch berechtigte Sorgen der Bürger. Offshore-Windparks, negative Strompreise, Entschädigungen wegen Überkapazitätsstillständen, die werden lieber gar nicht erst offen und transparent angesprochen. Das könnte nämlich das ein oder andere Schloss ins Wanken bringen. 4,2 Milliarden Euro Sondervermögen für den Energie- und Klimafonds. Das ist grundsätzlich gut, aber die Frage ist, ist das auch alles sinnvoll, was da gemacht wird? Denn tatsächlich bezahlen die Bürger die Energiewende oft auch mit sehr zweifelhaften Posten und haben oft kaum eine Chance zu verstehen, von wie vielen Seiten ihnen hier eigentlich in die Tasche gegriffen wird. 2 Milliarden gehen in die oft zweifelhafte Dämmung von Gebäuden, 210 Millionen gibt es für Strompreiskompensationen und 150 Millionen werden jetzt gerade wieder ausgeschrieben für Stromeffizienzwettbewerbe. Herr Huben hat bereits erfreulicherweise die 275 Millionen Subventionen für die E-Antriebe angesprochen, für die Fahrzeuge, während an anderer Stelle die Abschaffung von Dieselsubventionen gefordert wird, die gar keine sind. Beleuchtet man die Treiber dieser Energiewende-Ideologie, so stößt man auf ein ziemlich interessantes Netzwerk quer durch alle Ministerien, dem Bundesumweltamt, Vereinen und Stiftungen. Die Krone der Selbstbedienung ist dabei, wie schon öfter mal angesprochen, die Deutsche Umwelthilfe, kurz DUH, mit besten Verbindungen in die entsprechenden Ministerien. Wundert es da eigentlich noch überhaupt jemanden, dass ausgerechnet dort das bisher nicht veröffentlichte Wachtmeistergutachten im Rahmen der Dieselaffäre auftauchte? Wenn man wissen möchte, wie Lobbypolitik funktioniert, dann muss man diese Strukturen einfach mal ein bisschen genauer betrachten. Und da ist wenigstens auch seit der Ära des grünen Umweltministers Trittin auffallend, dass da ziemlich viel Bewegung reingekommen ist. Und jetzt hat man unlängstens im BWMI den wohlklingenden Bürgerdialog Initiative Stromnetz erfunden und suggeriert den Bürger, ihr dürft teilhaben. Wir binden euch ein im Stromtrassenausbau, in der Energiewende, und ihr dürft mitentscheiden. Und tatsächlich entsteht der Eindruck, dass man hier nur die Einwände sammelt, um sich professionell mittels Werbeagenturen und Kommunikationsbüros halt eben entsprechend fit machen zu können. Und am Ende hat der Bürger halt seine normalen gesetzlichen Rechte, die kriegt man ihm erklärt, aber dafür braucht man nicht Millionen ausgeben. Als Parlament ist es unsere Pflicht, diese ganzen Tätigkeiten genau zu hinterleuchten und zu hinterfragen. Und nach dem, was wir bisher so recherchiert haben, sind die Erkenntnisse rund um die Tätigkeiten der Deutschen Umwelthilfe mehr als zweifelhaft. Und angesichts des Interesses weiterer Fraktionen, die ja hier auch Anfragen gestellt haben, fordert daher die Blaue Partei auf, die staatlichen Zuwendungen an die DHU einzufrieren, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Überprüfung der Vereinstätigkeiten einzuberufen und diesem Verein das Verbandsklagerecht zu entziehen. Sie haben angefragt, bitte unterstützen Sie uns dabei, damit dieses Treiben aufhört. Vielen Dank. Mario Miruch war das, der fraktionslose Abgeordnete, die hier natürlich auch Rederecht haben, allerdings ein sehr eingeschränktes. Sie haben es gemerkt, lediglich 3 Minuten hatte er Redezeit. Etwas mehr hat Julia Verlinden für die Grünen. Herr Altmaier, meine sehr geehrten Damen und Herren, Haushaltspolitik ist ja immer ein Spiegel von politischen Prioritäten. Und Klimaschutz gehört eindeutig nicht zu den Prioritäten dieser Bundesregierung. Und er spielt auch in Ihrem Haushaltsentwurf keine nennenswerte Rolle. Auch der Energieminister hat in seiner Rede kaum etwas Substanzielles dazu gesagt. Die Klimaschutzziele sind nur mit Energiesparen und dem Umstieg auf erneuerbare Energien zu erreichen. Dazu gehört auch der Wärmesektor. Das erzählen hier alle an diesem Pult seit Jahren. Aber ich bin es wirklich leid, diese Schaufensterreden von Ihnen zu hören. Im Koalitionsvertrag, da haben Sie noch versprochen, die energetische Sanierung von Gebäuden endlich steuerlich zu fördern.
Nur findet sich dafür im Haushaltsentwurf keine Gegenfinanzierung. Das Projekt wird von der Regierung also wieder mal auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Ich fühle mich ein bisschen wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Seit Jahren hören wir hier von Ihnen die gleichen Reden. Man müsste mal oder wir wollen mal prüfen. Verdammt noch mal, handeln Sie doch mal endlich. Das ist unsere Aufgabe hier als Parlament. Im Koalitionsvertrag steht außerdem, Sie würden die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand, also bei den Bundesimmobilien, ernst nehmen. Sie wollen einen energetischen Sanierungsfahrplan Bundesliegenschaften beschließen. Ups, das habe ich doch schon mal gehört. Das klingt ziemlich nach Murmeltiertag. Denn vor 3 Jahren hat die Bundesregierung uns Grünen in einer kleinen Anfrage geantwortet, dass sie diesen energetischen Sanierungsfahrplan Bundesliegenschaften umsetzen wollen. Wie? Echt jetzt? Wollen reicht aber nicht. Tun Sie es endlich. Und ich gebe Ihnen mal einen Tipp, Herr Altmaier. Sie müssen in Ihrem Ministerium nur die Schublade aufmachen. Die Schublade aufmachen, in der dieser Sanierungsfahrplan liegt für die Bundesimmobilien. Und dann müssen Sie es anpacken. Dann müssen Sie allerdings auch Geld dafür in den Haushalt einstellen. Aber davon sehe ich hier nichts. Liebe GroKo, falls Sie es noch nicht wussten, machen ist wie wollen, nur viel krasser. Überhaupt. Stichwort Koalitionsvertrag. Der schien ja noch nichts mehr wert zu sein, als die Tinte noch nicht mal trocken war. Da wollte die Union schon nichts mehr hören vom zusätzlichen Ausbau von Wind- und Sonnenstrom. Wie? Sonderausschreibung? Nö, so war das ja nicht gemeint. Mann, das finde ich schäbig und verlogen, was Sie da treiben. Und anstatt CO2 endlich einen angemessenen Preis zu geben, und umweltschädliche Subventionen, 50 Milliarden Euro, abzubauen, belohnen Sie klimaschädliches Verhalten sogar. Noch immer geben Sie jedes Jahr Millionen Euro dafür aus, um alte durch neue Öl- und Gasheizung zu ersetzen. Und diese neuen Heizungen, die laufen dann 20 oder 30 Jahre, bis sie das nächste Mal ausgetauscht werden. Damit zementieren Sie. Inzwischen auf Platz 22 abgestürzt, was den Anteil der erneuerbaren Wärme angeht. Das ist ein Desaster. Sie machen sich nur noch lächerlich, wenn Sie international weiter vom Energiewende-Vorreiter Deutschlands schwadronieren. Und das verstehen die anderen inzwischen sehr gut. Andere Länder machen nämlich vor, wie es geht. In Dänemark dürfen längst keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden. Und die Niederlande wollen beim Neubau noch nicht mal Erdgasheizung zulassen. Und das als das bisher größte Gasförderland in der EU. Wie wollen Sie eigentlich die verbindlichen EU-Ziele für Treibhausgasminderung und Erneuerbare bis 2020 noch erreichen? Mit diesem Haushalt ohne Zukunft schaffen Sie den Umstieg auf Klimaschutz jedenfalls nicht. Schalten Sie endlich um von Vergangenheit auf Zukunft. Ich habe echt keinen Bock mehr auf Murmeltiertag. Sagt Julia Verlinden für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und verehrte Zuschauer, wir bitten zu entschuldigen, dass wir einige Sekunden dieser Rede verpasst haben, denn wir hatten eine kleine technische Panne. Ich kann aber gleich noch anfügen in eigener Sache, dass wir auch warten auf die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin. Die ist nämlich in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zusammen mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und Vertretern von 6 Balkanstaaten. Da geht es um die Beitrittsperspektiven zur EU. Wir wollen in diese Pressekonferenz, die gegen 14 Uhr erwartet ist, natürlich zeigen hier bei Phoenix und würden dann dafür kurz die Haushaltsberatung verlassen. So lange hören wir aber hier zu dem nächsten Redner, Joachim Pfeiffer für die Unionsfraktion. Im längsten Aufschwung der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und dieser Aufschwung kommt an. Er kommt an bei den Arbeitnehmern, in Form von höheren Löhnen, und zwar real, Lohnzuwächse wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Er kommt an bei den Unternehmen, die erfreulicherweise Gewinne machen und diese Gewinne nutzen, um sie zu reinvestieren und damit für die Zukunft neue. Jetzt zur Pressekonferenz der Bundeskanzlerin. So.
Und das war die Pressekonferenz live aus der bulgarischen Hauptstadt Sofia mit der Bundeskanzlerin. Das wollten wir Ihnen natürlich zeigen hier zum Abschluss des EU-Westbalkan-Gipfels. Die Kanzlerin hat ja auch einige aktuelle Fragen der Kollegen beantwortet, aber hat zum Gipfel gesagt, dass die 6 Balkanstaaten, um die es ja vor allem ging, alle eine Beitrittsperspektive hätten. Darauf hätten sich die Staats- und Regierungschefs verständigt. Allerdings eine Entscheidung über Erweiterungsfragen, die sei auf diesem Gipfel nicht gefallen. Ja, internationale Verpflichtungen der Kanzlerin, die machen es natürlich nicht möglich, dass sie hier parallel bei den kompletten Haushaltsberatungen dabei ist. Wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, der Bundestag befindet sich ja am dritten Tag seiner Haushaltsberatungen. Und im Moment sind wir bei den Beratungen zum Einzelplan Wirtschaft und Energie. Der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat hier zu Beginn dieser Aussprache gesagt, es gebe keinen Anlass, die Wachstumsprognosen zu senken. Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft gehe ins 9. Jahr. Er komme auch zunehmend bei den Bürgern an. Der Etat des Wirtschaftsministeriums, der sieht mehr Geld vor, etwa für Forschung und Entwicklung sowie Innovation. Und Peter Altmaier sagte, es gehe darum, nachhaltiges Wachstum auch in Zeiten des digitalen Wandels zu sichern. Ja, Redner der Opposition, die warfen hier in der Aussprache zum Thema Wirtschaft und Energie der Bundesregierung vor, kein echtes Wirtschaftskonzept zu haben, beispielsweise auch Klaus Ernst für die Linke. Auch im Moment redet ein Abgeordneter der Opposition, Enrico Comning für die AfD, und wir hören rein. Und das soll eine Priorität sein. Nur 27 Millionen stellen Sie für die Sicherung von Fachkräften für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung. Ist das Ihr Ernst? Sind Sie es? Sie sind es doch immer, die den Fachkräftemangel bejammern. Und Sie wollen der deutschen Bevölkerung doch immer einreden, dass wir die ach so qualifizierten Zuwanderer aus Nordafrika brauchen. Sie versuchen erst gar nicht, unsere eigenen jährlich massenhaft auswandernden deutschen Fachkräfte hier zu halten. Ihr nationales Reformprogramm ist Schall und Rauch. Ein Großteil Ihrer Mittelstands- und Strukturförderung, nämlich 43% der GRW-Mittel, kommt in den strukturschwachen Regionen gar nicht erst an. Das Kaputtsparen der Kommunen hat auch nach Ansicht des Deutschen Instituts für Wirtschaft dazu geführt, dass kaum noch ein Verwaltungsmitarbeiter da ist, der Fördermittel auskehrt. Und sollte da doch noch mal jemand in den verwaisten Amtsstuben sein, dann überschüttet er den Mittelständler mit Papierkram und Auflagen. Wir müssen endlich Geld in die Hand nehmen. Und laut allen Steuerschätzungen ist doch genug Geld da. Wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, die zum Investieren anreizen, damit es überhaupt etwas zu fördern gibt. Weniger Steuern für kleine und mittelständische Unternehmen und mehr Luft zum Atmen. Das wäre ehrliche Mittelstandspolitik. Und Herr Minister, schauen Sie mal nach Österreich. Dort werden den Unternehmern die Kosten für Forschung einfach und unbürokratisch von der Steuerschuld abgezogen. Das kostet Österreich wenig, bringt aber viel, nämlich jede Menge Forschungsinvestitionen in deutsche Unternehmen. Allerdings nicht hier, sondern in Österreich. Meine Damen und Herren, der Mittelstand kommt mit diesem Haushalt vom Regen in die Traufe. Und was macht der Wirtschaftsminister? Er tingelt von Land zu Land und will die Welt retten. Der deutsche Mittelstand muss leider warten. Mit Ihrem vorgespiegelten Macher-Image, Herr Minister, ist das nicht zu vereinbaren. Sie lassen unseren deutschen Mittelstand im Stich, und das nicht mit uns. Vielen Dank. Nächste Rednerin, Sabine Poschmann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zur Realität zurück. Deutschland ist die Wirtschaftskraft Europas. Das Bruttoinlandsprodukt wächst, die Binnennachfrage ist unverändert hoch und die Wirtschaft ist mehr als ausgelastet. Die Wirtschaftsleistung 2018 soll noch einmal um 2,2% zulegen. Mit dem Haushaltsentwurf, den wir heute beraten, legen wir die Grundlage, dass dieser Aufschwung auch anhalten kann.
Aber wir ziehen nicht mit der Gießkanne durchs Land. Wir folgen auch nicht den Rufen der Wirtschaft nach Steuerentlastung in einer Zeit, in der sich Unternehmen vor Aufträgen kaum retten können. Es geht darum, nicht Konzerne in einer Phase zu entlasten der Hochkonjunktur, sondern es geht darum, die Mittel zielgerichtet einzusetzen, die Innovationskraft kleinerer und mittlerer Unternehmen zu beflügeln und die Zukunftsbranchen unseres Landes zu stärken. Wir wollen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2025 auf 3,5% des Bruttoinlandsproduktes steigern. Das ist ambitioniert. Die 26 Millionen Euro, die wir dafür zusätzlich in den Haushalt eingestellt haben, sind ein Anstieg. Das Signal lautet also, wir lösen die Investitionsbremse. Deutschland muss zukünftig zu den führenden Innovationsstandorten gehören. Wir dürfen nicht zusehen, wie uns Südkorea oder China den Rang ablaufen. Voraussetzung dafür ist, dass die Mittel auch sinnvoll eingesetzt werden. Ein guter Ansatz ist, den Anteil kleinerer und mittlerer Betriebe an Forschung und Entwicklung deutlich zu steigern. Das muss sich dann aber auch in Förderprogrammen wie ZIM und IGF widerspiegeln. Beide beinhalten Kooperationsmöglichkeiten und diese sind bekanntlich, bringen den größten Output. ZIM gilt zudem als das Best-Practice-Beispiel und erfreut sich einer ungebrochenen Nachfrage. Und auch Herr Minister Altmaier hat heute in seiner Pressemitteilung ZIM sehr gelobt. Doch dann dürfen wir natürlich nicht anfangen, an dieser Stelle zu sparen und die Mittel herunterzufahren. Ich denke, da ist Luft nach oben. Im Koalitionsvertrag, und das freut mich besonders, sind zum ersten Mal soziale Innovationen erwähnt und finden dort ihren Platz. Deshalb wäre es folgerichtig, die Förderprogramme auch mit sozialen Innovationen hier Anreize zu schaffen. Leider wird das Thema meiner Meinung nach immer noch stiefmütterlich behandelt. Ich würde mir wünschen, dass das BMWI diese Chance erkennt und stärker fördert. Auch mit der steuerlichen Forschungsförderung, die wir vereinbart haben, schaffen wir zusätzliche Anreize. Wir haben auch hier zielgerichtet genau geguckt, im Koalitionsvertrag kleine und mittlere Betriebe einzubeziehen und nicht die großen zu betrachten. Wir wollen, dass Sie Personalkosten für diesen Bereich absetzen können. Das ist ein gezielter und ganz neuer Einsatz. Eine Investition des Staates, damit KMUs für die Zukunft gewappnet sind. Meine Damen und Herren, darüber hinaus sendet der Haushaltsplanentwurf klare Signale an die Gründerszene. Wir stocken gerade das Exist-Programm auf und fördern junge Gründer aus dem Hochschulbereich. Wir ermöglichen mit Hilfe der KfW, dass mehr Wagniskapital für die Wachstumsphase innovativer Start-ups zur Verfügung gestellt wird. Hier ist eine Lücke entstanden, die oft von ausländischen Kapitalgebern gefüllt worden ist. Ich wünsche mir, dass innovatives Know-how im Land bleibt und nicht von der Silicon Valley Bank gesichert wird, die aktuell ihren Markteintritt in Deutschland vorbereitet. Eine unserer wichtigsten Aufgaben liegt unmittelbar vor uns. Meine Vorredner haben darauf hingewiesen, die Weiterentwicklung eines gesamtdeutschen Fördersystems für strukturschwache Regionen. Wir haben mehrfach in diesem Haus betont, dass Fördermittel nicht länger nach Himmelsrichtungen vergeben werden, sondern gezielt in die strukturschwachen Gebiete fließen sollen. Die Zeit drängt. Ab 2020 muss das neue Programm im Einsatz sein. Mit Blick auf den kommenden Haushalt gehört für mich so eine Strukturförderung natürlich ins Wirtschaftsministerium. Meine Damen und Herren, der Haushaltsentwurf hat die richtigen Ansätze und bietet eine gute Grundlage für unsere weiteren Beratungen. Bei allem, was wir noch tun, eines bleibt klar. Wir setzen den Rahmen. Innovation und Fortschritt aber müssen letztendlich aus der Wirtschaft selber kommen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Kollegin. Sabine Poschmann war das für die Sozialdemokraten. Und ihr folgt jetzt Karl Hohlmeier für die CDU-CSU-Fraktion hier in der Aussprache zum Einzelplan Wirtschaft und Energie, wo wir immer noch sind. Ungefähr anderthalb Stunden nimmt sich hier der Bundestag für jeden Einzelplan vor. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wirtschaft in Deutschland ist unbestritten die schwarze Lokomotive in Europa. Und das seit vielen Jahren. Dank unserer soliden Wirtschafts- und Finanzpolitik haben wir uns eine wertvolle finanzielle Handlungsfähigkeit erarbeitet. Und ganz klar, die schwarze Null steht. Wir tilgen Schulden. Die Schuldenuhr hier in Berlin läuft rückwärts. Die Bundesregierung erwartet laut ihrer Voraussage für das Jahr 2018 wieder ein starkes Wachstum von 2,3%. Und auch im nächsten Jahr wird sich das Wachstum fortsetzen. Meine Damen und Herren, wir sind zwischenzeitlich im 9. Jahr eines Aufschwungs. Und die Aussichten sind gut, oder besser gesagt, es sind beste Aussichten für Deutschland in den nächsten Jahren. Wir stehen weiterhin für die schwarze Null. Dies ist ein Beleg dafür, dass unsere unionsgeführte Bundesregierung wie bisher für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Steuergeldern steht. Jetzt kommt es darauf an, den konjunkturellen Rückenwind zu nutzen und die Weichen für eine gute Zukunft zu stellen. Die Herausforderungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind groß. Mit dem vorliegenden Haushalt tragen wir dazu bei, diese guten Aussichten für die Zukunft zu festigen. Wir fördern Innovationen. Die Innovationsförderung ist einer der Schwerpunkte im Haushaltsansatz des Wirtschaftsministeriums. ZIM wurde bereits angesprochen. Es wird auf einem hohen Niveau fortgeführt von 543 Millionen. Das ist grundsätzlich erfreulich und natürlich auch für unseren Mittelstand sehr, sehr wichtig. Und die jetzt im Haushaltsplan vorgesehenen Reduzierungen von 5 Millionen, ich glaube, da muss man einmal reden drüber. Wir müssen alles tun, dass das nachgebessert wird und dass der alte Zustand wiederhergestellt wird. Und die Aussichten dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind gut. Schließlich wollen wir auch weiterhin ein kräftiges Signal für den Mittelstand senden, vor allem innovativ in der Zukunft zu sein. Wir fördern die regionale Wirtschaft. Die Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur werden auf dem bisherigen Niveau fortgeführt. Und wir schaffen verlässliche Rahmenbedingungen im Energiebereich. Energie muss sicher und bezahlbar bleiben. Das gilt sowohl für unsere Bürgerinnen und Bürger als auch für unsere Wirtschaft. Mit den Reformen des EEG in der vergangenen Legislaturperiode haben wir bereits einiges auf den Weg gebracht. Und in einem neuen Koalitionsvertrag haben wir uns weitere wichtige Ziele gesetzt, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Erfolg in unserem Land gibt uns recht. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird heuer, wie schon gesagt, bei etwa 2,3% sein. Für die nächsten Jahre ist weiter eine Prognose von 1,9 bis 2,1% vorgesehen. 44,46 Millionen Menschen in unserem Land sind zurzeit in Arbeit. Ein neuer Rekordwert, der die Erfolgszahlen der Vorjahre nochmals übersteigt, und zwar um 598.000 gegenüber des letzten Jahres. Auch die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sind mehr geworden. Der unter der Verantwortung der Union eingeschlagene Weg aus Wachsen, Konsolidieren und Reformieren ist richtig. Und der wird fortgesetzt, haben wir gesagt, der Union und der Koalition natürlich. Mit dem vorliegenden Bundeshaushalt 2018 gehen wir entschlossen unseren Weg weiter ins Zeitalter der erneuerbaren Energien, der konsolidierten Staatsfinanzen und in Richtung Vollbeschäftigung in unserem Land. Darauf, meine Damen und Herren, können wir stolz sein, genau wie auf unsere Wirtschaft, die wir auch weiter kräftig unterstützen und stärken werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Karl Hohlmeier. Nächster Redner, Falko Moors für die SPD-Fraktion. Dankeschön. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist ja noch gar nicht so lange her, da standen wir hier und da haben Sie von der
Opposition und die Kritik auch im Haushalt ist ja immer wieder ein bisschen erwartbar. Hier bejammert, wie gering der Stellenwert der Digitalisierung im Sondierungspapier und im Koalitionsvertrag ist. Und da muss man sagen, mit diesem Haushalt, ja, warten Sie mal ab, ich sage gleich mal was zu Ihrer Digitalisierungskompetenz. Da muss man tatsächlich sagen, mit diesem Haushalt treten wir den Gegenbeweis an. Wir haben alleine im Bereich digitale Agenda und ich komme gleich nochmal zu mehr, 422 Millionen Euro vorgesehen. Wir haben im Bereich Innovation im Mittelstand weitere 825 Millionen Euro vorgesehen. Wir haben, Herr Komnik, vielleicht lesen Sie insgesamt auch nochmal den Haushalt weiter als nur über die eine Position hinaus. Wir haben über 150 Millionen Euro dafür vorgesehen, innovative Unternehmensgründungen zu unterstützen oder eben auch im Rahmen des ERP-Sondervermögens weitere Vergünstigungen zu haben. Und weil vielleicht auch die Erinnerung nicht immer so weit trägt, vielleicht nochmal die Erinnerung daran, dass wir auch vor nicht allzu langer Zeit hier 790 Millionen Euro aus dem ERP-Sondervermögen dafür bereitgestellt haben, Innovation und Unternehmensgründung voranzutreiben, um damit über 6,7 Milliarden Euro an Hebelwirkung zu erzielen. Und dann stellen Sie sich hier hin und sagen, dass das alles nicht ambitioniert sei, dass wir nichts für Innovation und Unternehmen tun würden. Im Gegenteil. Wir haben die Zukunft im Blick. Wir setzen hier die richtigen Prioritäten, indem wir eben im Bereich der digitalen Agenda, im Bereich der Innovationsförderung einen riesengroßen Schwerpunkt legen. Und wenn Ihnen das noch nicht gereicht hat, wir geben über 300 Millionen Euro, 300 Millionen ist das, was vorgesehen ist, im Bereich der Mikroelektronik aus, einer Schlüsselindustrie, wenn wir über die Digitalisierung in Deutschland und die Standortsicherung der deutschen Industrie sprechen. Und nochmal vielleicht kurz auch zu Ihnen, meine Damen und Herren von der FDP. Ihr Vorsitzender Christian Lindner, vielleicht richten Sie es ihm einfach aus, hat ja gestern als Beleg, dass wir bei der Digitalisierung nicht vorankommen würden, angeführt, dass er die Versteigerung der 5G-Frequenzen und Lizenzen bei der BNetzA, also der Bundesnetzagentur, nach hinten verschoben würden. Vielleicht richten Sie ihm einfach nochmal aus. Die Frequenzen, über die wir hier reden, sind die, die im Jahre 2022 und 2025 erst frei werden. 2022 und 2025. Wir reden jetzt davon, dass die Versteigerung der Frequenzen nicht Ende 18, sondern Anfang 19 stattfindet. Vielleicht würde auch Herr Lindner in seinem Verständnis zur Kenntnis nehmen, dass da überhaupt kein Verzug zu erwarten ist und deswegen auch kein Verzug in dem digitalen Ausbau dieser Infrastruktur zu erwarten ist. Ja. Warten Sie es ab, keine Sorge. Ich habe Ihnen ja den Zeitrahmen gerade aufgezeigt. Das, denke ich, sollte klappen, auch für Sie. Vielleicht dann auch noch mal, wo wir beim Thema richtige Prioritäten und bei der Zukunft waren. Wir werden auch in diesem Haushalt 600 Millionen Euro in die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur investieren. Und ich sage Ihnen das als jemand, der aus einem Wahlkreis kommt mit Helmstedt, einem ehemaligen Zonenrandgebiet, mit einem Strukturwandel in der Braunkohle, vielleicht auch mal als Hinweis für alle die, die immer so schnell aussteigen wollen. Wir müssen an der Stelle den Ausstieg schaffen. Wir müssen es aber auch schaffen, dass wir dort eine wirtschaftliche Alternative für die Menschen aufbauen, dass wir für die Kommunen auch weiterhin Steuereinnahmen sichern, dass Menschen dort Arbeitsplätze haben. Und dann geht es nicht um Blackouts. Herr Holm, ehrlicherweise muss ich zugeben, die haben wir in den letzten Tagen an anderer Stelle erlebt, diese Blackouts. An der Stelle geht es darum, dass wir den Menschen Perspektiven bieten und deswegen ist genau auch diese Veränderung notwendig und richtig. Wir setzen also auf Innovation und Zukunft. Hier gehen wir den richtigen Weg. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Falko Moers war das für die SPD-Fraktion. Und jetzt haben wir den letzten Redner zu diesem Einzelplan. Andreas Mattfeld wird das sein für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Altmaier. Als letzter Redner ist das immer so eine schöne Sache. Aber wenn man dann noch Hauptberichterstatter ist, darf man vielleicht auch mal Danke sagen für, wie ich meine, eine doch sehr interessant und auch sehr sachlich geführte Debatte. Ja, meine Damen und Herren, unsere Wirtschaft, die ist in bester Verfassung. Manche würden sogar sagen, sie sei in allerbester Verfassung. Und anscheinend wurde im Bereich der Wirtschaftspolitik auch in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht. Nun und heute ist es aber wichtig, dass wir mit diesem Haushalt heute den Grundstein für eine weitere gute Entwicklung legen, denn wir alle wissen, das fällt nicht einfach vom Himmel.
Und dieser Entwurf mit einem Aufwuchs von fast 5% und einem Ansatz, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, von 3,8 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung, der ist gut. Aber Herr Minister Altmaier, ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, als selbstbewusster Parlamentarier haben wir natürlich auch unseren Anreiz, dass wir diesen Haushalt an der einen oder anderen Stelle immer noch ein bisschen besser machen. Meine Damen und Herren, bemerkenswert und richtig ist, dass wir mit 1,7 Milliarden Euro die Luft- und Raumfahrt unterstützen. Ob es nun die neue Ariane 6 Trägerrakete ist, die wir gerade entwickeln, wo wir übrigens aufpassen müssen, dass wir auch den Mittelstand richtig partizipieren lassen, oder ob es die Gerst-Mission ist, wo unter dem Kommando unseres deutschen Astronauten Alexander Gerst demnächst im Auftrag der ESA auf der ISS geforscht wird. Ich meine, es bleibt von strategischem und von wirtschaftlichem Interesse, dass Europa seinen eigenständigen Zugang zum All beibehält. Wenn wir aber schon, und da schaue ich auch die Kollegin Heiduck an, ich glaube, da gehen wir in Tandem, wenn wir ganz viel Geld für den Bau der Ariane 6 ausgeben, dann sollten wir auch unsere eigenen Satelliten, die wir vom Bund in Auftrag geben, auch mit unserer Ariane ins All befördern und nicht, wie geplant, auf subventionierte amerikanische Produkte zurückgreifen. Nur mit einer Steigerung der Ariane-Starts können wir hier die Fixkosten senken. Und ein weiterer Schwerpunkt auch im Haushalt des Wirtschaftsministeriums, übrigens wie in allen anderen Haushalten auch, das ist natürlich der Bereich der Digitalisierung. Hierfür stellen wir in diesem Ministerium in vielen Titeln über 113 Millionen Euro bereit. Und wir wollen damit gerade kleineren, wir wollen mittelständischen Unternehmen helfen, im Bereich der Digitalisierung fit für die Zukunft zu werden. Allerdings, Herr Minister Altmaier, das darf ich ein Stück weit sagen, fehlt mir bei den zahlreichen Titeln, die wir hier haben, doch ein roter Faden. Wir müssen, meine ich, Schwerpunkte setzen und wir müssen entscheiden, auch welches Ministerium für welchen Bereich hier den Hut auf hat. Wir dürfen uns nicht verzetteln und ich glaube, es ist hier noch ein wenig Luft nach oben. Und Luft auf oben scheint es mir auch bei der Gründerkultur zu geben. Unser Programm Exit, das bereits mehrfach angesprochen ist, das die Förderung von Start-ups unterstützt, das ist so gut, dass ca. 75% der neu gegründeten Unternehmen heute noch erfolgreich am Markt sind und erhebliche Arbeitskräfte eingestellt haben. In Deutschland muss es wieder mehr Gründergeist geben und wir alle wissen, das kostet Geld. Und hier sollten wir gegebenenfalls auch für die Folgejahre schauen, ob wir hier nicht mehr Mittel bereitstellen können. Und meine Damen und Herren, kommen wir zu einem Titel, der mir besonders wichtig ist, das ist der Bereich Außenhandel. Und hier ganz speziell zum Stichwort Afrika. Mit der Initiative Pro Afrika wollen wir die Zusammenarbeit mit und wir wollen sie in Afrika vertiefen. Und ich sage hier auch ganz deutlich, dass erfolgreiche Entwicklungspolitik immer auch gute Wirtschaftspolitik ist. Wir dürfen eben Afrika nicht nur als Dauerpatienten sehen, sondern wir müssen der deutschen Wirtschaft zeigen, wir können hier Geld verdienen. In Afrika kann man Geld verdienen, nur dann wird der Außenhandel mit Afrika über die fast schon beschämenden 2% des Außenhandelsvolumens hinauswachsen. Und ich darf auch sagen, der weitere Ausbau unserer Auslandshandelskammern wird unsere mittelständischen Betriebe auch in diesem Fall ganz aktiv unterstützen. Und meine Damen und Herren, wenn wir in diesen und in folgenden Haushalten für mehr Geld über Afrika reden, so möchte ich von dieser Stelle auch anregen, dass diese Mittel, die ja die sogenannte Oder-Fähigkeit mitbringen sollen, nicht zwangsläufig nur im Entwicklungshilfe- oder im Außenministerium angesiedelt werden müssen. Sie können auch, und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass dies erfolgreich ist, im Wirtschaftsministerium eingesetzt werden, mit pragmatischen Lösungen, den guten und gewachsenen Verbindungen des Wirtschaftsministeriums zu Unternehmen. Und mit der Ausrichtung auf Leistung, Gegenleistung bin ich sicher, können wir im Wirtschaftsministerium dazu beitragen, dass mehr Menschen auf dem afrikanischen Kontinent langfristig in Beschäftigung gebracht werden. Ich bin sehr überzeugt, das ist der richtige Weg. Meine Damen und Herren, ich wäre jetzt ganz gerne noch auf Energie eingegangen. Ich wäre noch ganz gerne auf künstliche Intelligenz, Mittelstandsförderung, Tourismus eingegangen. Doch dazu, die Präsidentin leuchtet hier schon, reichen leider 5 Minuten nicht aus. Ich bin aber ganz sicher, wir haben noch zahlreiche Beratungen in den kommenden Wochen. Ich lade Sie alle herzlich ein, sich hier aktiv daran zu beteiligen. Ich bin da ganz gespannt in der zweiten, dritten Lesung, wie dieser Haushalt dann aussehen wird. Ich bin schon sicher, es wird ein guter Haushalt werden. Herzlichen Dank für eine gute Debatte.
Andreas Mattfeld war das für die Unionsfraktion, letzter Redner zu dem Einzelplan Wirtschaft und Energie. Und es gibt ja noch eine ganze Menge Zeit hier für die Haushälter, für die Fachpolitiker, das Ganze zu beraten. Denn wir sind ja in der ersten Runde. Deswegen geht es formal auch so, dass die Einzelpläne hier am Freitag dann mit dem Haushaltsgesetz 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung in die Bundestagsausschüsse komplett zusammen dann überwiesen werden und dann beginnt das parlamentarische Verfahren. In der ersten Juliwoche soll ja dann der Haushalt 2018 hier im Bundestag verabschiedet werden. So.